Als waschechter Baselbieter lässt sich der Urs Hess bei dieser Jahreszeit nicht nehmen und steigt nach getaner Arbeit auf einen Hochstamm hoch, um Kirsi zu gönnen. Auch politisch wird er noch steigen. Am nächsten Tag ist seine Wahl als Landratspräsident vorgesehen. Kaum zurück daheim klingelt es an der Tür. Eine Delegation von Nachbarn will ihm zum neuen politischen Amt gratulieren. Es ist zwar noch ein Tag zu früh, aber alle kennen den Urs zu gut. Da kann nichts mehr schief gehen. Am nächsten Tag im Landrat, nach der Ansprache vom Alterspräsident Karl Willima, wird dann auch schon bald einmal der Landratspräsident gewählt. Landratspräsident, Zahl der Stimmberechtigten 87, eingelegte Wahlzettel 87, leere Wahlzettel 2, ungültige Wahlzettel 0, Zahl der gültigen Stimmen 85, absolutes Mehr 43. Gewählt ist Urs Hess mit 83 Stimmen, andere haben 2 Stimmen. Sehr geehrter Herr Landratspräsident, ich gratuliere Ihnen zu Ihrer ehrenvollen, glanzvollen Wahl, muss ich fast sagen, herzlich und wünsche Ihnen im hohen Amt viel Erfolg. Ich bin überzeugt, dass Sie Ihre verantwortungsvolle Aufgabe gut werden meistern und vor allem den Landrat immer zur Effizienz werden anhalten. Herzliche Gratulation. Merci. Die Jugendlichen vom Brattler Längichor dürfen sogar dem neuen Präsidenten im Landratssaal ein Ständchen geben. Am späteren Nachmittag auf dem Schmittiplatz im Brattle ist alles bereit für die glatten Gäste und die Bevölkerung. Der Platz ist noch leer, aber der Festumzug ist bereits unterwegs. Die Abvertretung der Baselbieter Regierung, Politprominenz und Bevölkerung. Ankunft beim Schmittiplatz mit der Vereinsfahne von Brattelen. Zwei Krawatten, ist das die erste Neuerung vom Urs Hess? Wie wir sehen, bin ich also quasi mit und zum Zweck, damit Marc Brattelen in allen Köpfen präsent ist. Es war mein Wunsch, dass wir hier auf dem Schmittiplatz mit allen zusammen, ob Gewählte oder Wählende, miteinander ein Fest feiern können. Mit meiner Krawatte möchte ich euch meinen Weg aufzeigen. Als Einwohnerrot habe ich mit der Dorfpolitik angefangen, wo ich auch heute noch meine Wurzeln habe. Von mir daheim bin ich als Bratler mit einer wunderschönen Kutsche auf den Schmittiplatz geführt worden. Das ist mir noch gar nie passiert. Und jetzt darf ich als Baselbieter die Farbe vom Baselbier weitertragen. Das Wohl von unserem Baselbier und unserer ganzen Bevölkerung ist das oberste Ziel. Ich möchte mit Ihnen humorvoll in die neue Legislatur aufbrechen und wünsche euch noch einen ganz schönen Abend und ein schönes Fest.
Mit dem Landratspräsidium übernimmt der Urs Hess jetzt für ein Jahr lang ein besonders ehrenvolles, abwechslungsreiches und schönes, aber auch ein besonders anstrengendes und vor allem in der heutigen Zeit schwieriges Amt. Wir wünschen dem dazu die nötige Kraft, den Glück, aber auch Erfolg. Wer hat gewusst, dass der Urs Hess mal Cello gespielt hat? Da ist Ständli von der Germain Sunier. Es ist ganz klar, dass der offizielle Teil von dem Anlass mit dem Baselbieterlied abgeschlossen wird. Bye.